Hallo und herzlich willkommen in meinem Livestream. 20 Grad reingeschrieben in die Beschreibung. Ich muss nachher nochmal ändern. Ja, alle, die jetzt dann gleich die Aufzeichnung anschauen, ihr habt's verpasst. Ja, es war mir nicht möglich, euch rechtzeitig Bescheid zu geben, ob ich heute im Livestream bin oder nicht, weil ich nämlich heute Morgen in der Schule ausgeholfen habe und dann wusste ich nicht, ob ich es rechtzeitig nach Hause schaffe. Aber wie ihr seht, ich habe es geschafft. Und deswegen wollte ich es mir nicht nehmen lassen, euch den Livestream jetzt doch durchzuführen. Ich habe euch letzte Woche angekündigt, wir werden heute uns um dieses Teil hier kümmern. Das ist quasi mein Firmenschild, das ich damals gemacht habe, als ich auf Märkte gegangen bin, auf wie heißen sie? Kunsthandwerkermärkte, genau. Und dann habe ich das dann immer wieder verwendet, dann eben auch auf Messen als Tischabsperrung oder beziehungsweise ja, um halt einfach ein bisschen Deko zu haben. Also im Endeffekt habe ich vorne und hinten ein relativ grobes Leinen genommen, also so einen ganz, ganz alten Leinenstoff war das. Und hier oben drauf habe ich dann quasi meinen Schriftzug aus Jeans, so, ich sage immer gerne rotzig appliziert, also mit offenen Kanten. Und das war quasi ein Hosenbein. Und ach, die Doris ist da. Guten Morgen. Es haben sich doch schon ein paar eingeschaltet. Das freut mich immer sehr, wenn es doch einige mitbekommen, eben gerade jetzt über das Abonnieren von meinem Kanal bekommt es ja dann doch relativ gut mit, wenn ich denn dann online bin. Also auch wenn ich jetzt morgens nicht extra Bescheid gegeben habe, hat das bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ja, extra Keks ist heute Morgen auch wieder dabei, aber ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Das heißt, ich rede, spreche dich jetzt mit extra Keks an, wenn du nichts dagegen hast. Ja, also, wir machen heute das hier und zwar habe ich mir vorgenommen, also ich hatte gerade eben gesagt, ich habe hier diesen Schriftzug mit Jeans dann quasi appliziert und hier die Kanten so ein bisschen offen, ein bisschen roh gelassen und weil ich damals eben mir schon lang vorgenommen hatte, irgendwie so wie so ein Whole Cloth Quilt zu machen, also quasi aus einer Oberfläche quasi nichts gepatchtes, sondern wirklich nur eine Oberfläche und da was reingequiltet, habe ich gedacht, mache ich dann, versuche ich das hier mal. Es ist natürlich kein klassischer Whole Cloth Quilt. Also es ist, ich habe ja ein bisschen noch zusätzlich was appliziert. Jetzt auch hier oben habe ich noch aus unterschiedlichen Stoffen. Die Simone ist auch da. Guten Morgen. Ach, Extra Keks, bist du Thomas? Ah, ich erkenne dein Bild, oder? Wenn man überall das gleiche Bild hat, dann erkenne ich dich dann doch. ja, genau. Hier oben habe ich dann so kleine Blümchen aus irgendwelchen Stoffen ausgeschnitten. Hier ist eben so eine alte Handarbeit von einer Oma oder einer Tante, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und da oben von meiner anderen Oma noch ein Teil. Also im Prinzip, weil ich gut erkannt. Ja, siehst du mal, hast du doch ein eingängiges Profilbild. ja, genau. Was wollte ich jetzt noch sagen? Also ich möchte euch heute ein bisschen was über diese gequilteten Blöcke hier zeigen. Und zwar habe ich mir quasi für den Hintergrund da vorgenommen, schon klassische Patchwork-Blöcke zu zeigen, hier auf diesem Teil. Aber eben, ich wollte sie nicht patchen, sondern halt eben quilten. Das heißt, ich habe mir so ein bisschen so diese Umrisse vorgezeichnet und dann die unterschiedlichen Flächen, die eigentlich aus unterschiedlichen Stoffen sind, habe ich dann mit diversen Füllmustern gefüllt und dann halt eben auch immer noch die Garnfarben gewechselt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier mein Patchwork-Buch, mit dem ich quasi ganz am Anfang angefangen habe, das ich mir ganz am Anfang gegönnt habe. Also keine Ahnung, von wann ich die Auflage habe. Auf jeden Fall ist das hier, das große Buch vom Patchwork und Quilten. Guten Morgen, die Iris ist auch da. Patchwork, Quilt und Applikationen, alle Techniken, irgendwie so.
Genau. Also falls irgendjemand interessiert, ich stelle nachher, kann ich unten einen Link in die Beschreibung nochmal reinsetzen. Und das habe ich mir quasi damals gegönnt und irgendwie habe ich nicht weiter Bedarf großartig gehabt. Also da habe ich echt wirklich viel rausmachen können und da sind eben ein paar so klassische Standardblöcke drin so. Und das habe ich mir heute hergenommen und anhand von denen möchte ich euch ein bisschen was zeigen, wie man das so machen kann. Jetzt muss ich ein bisschen kurz umbauen und dann kann es ja weitergehen. Moment, ich hole mal den Wandbehang hier runter. So, und dann, Moment, könnt ihr den hier sehen? Ja, okay. So, und zwar habe ich hier mein super Hängesystem für eigentlich für sonst mal im Wohnzimmer meine Sachen aufhängen. Und da habe ich mir gedacht, ha, nehme ich doch einen alten Kalender. Und da können wir jetzt ein bisschen was drauf malen. Mache ich quasi mein eigenes Whiteboard. So, was für welche Blöcke haben wir denn hier, die ich euch so zeigen kann? Weil eben auf diesem weißen Firmenschild kann man eben gar nicht so wirklich erkennen, was ich da eigentlich so gemacht habe. Jetzt können wir mal gucken, ob ich die Blöcke so ein bisschen nachzeichnen kann. Also im Endeffekt, Moment, ich mache das mal, oh, vielleicht doppelt dick. Moment. Geht es so, wenn ich das so hier unterteile, dass ich euch hier vier Patchwork-Blöcke drauf zeigen kann? Mal gucken, ob es nicht vielleicht dann doch zu klein wird oder so. Also für den ersten Block, den mache ich jetzt hier hin. Den unterteile ich mir in drei. Und dann quer auch nochmal. So, also es ist ja jetzt alles nicht mit Lineal gezeichnet, aber vom Prinzip her könnt ihr euch das vorstellen. Also diese groben Markierungen, die kann man sich eben auch auf dem Stoff grob vormarkieren und dann funktioniert das Ganze ja. Und dann gibt es diesen klassischen Block vom Friendship Star, so nennt sich der, also der Freundschaftsstern. In meinem, ich habe ja euch schon auch mal ein paar, wie heißt Patchwork-Blöcke gezeigt, wie man die näht. Die kann ich euch im Nachhinein dann gerne nochmal hier oben verlinken. Da eine ganze Playlist inzwischen erstellt von den klassischen Patchwork-Blöcken, die ich euch gepatcht gezeigt habe. Die kann man theoretisch von der Einteilung her genauso nehmen. Jetzt hier für ein bisschen was. Seht ihr das? Ja, falsch eingezeichnet. Das kommt natürlich so rum. Ich dimpel. Na gut, okay. Ja, jetzt kann man sich diese Einteilung so grob ein bisschen markieren auf dem Stoff, damit ihr so ein bisschen so eine Einteilung habt. Und dann habe ich jetzt hier auf meinem Firmenschild natürlich, habe ich den Freundschaftsstern in der Mitte, habe ich dann mit Meandering gefüllt. Das heißt, man kann dann zum Beispiel so. Die unterschiedlichen Schlangenlinien kann man sich dann halt das ganze Ding halt füllen. Ich mache es jetzt mal fertig, damit ihr wenigstens einen komplett seht. So. Ihr könnt es natürlich nicht sehen. Super. Tolle Wurst. Das Grün sieht man so schlecht. Okay, und dann im Hintergrund hatte ich dann kleine Kieselsteinchen. Könnt ihr das wenigstens sehen? Ja. Zu den K Moment, da bin ich jetzt reingefahren, ich dimpel. So, könnt ihr es sehen? Moment, ich hebe es mal ein bisschen näher. So.
Und wenn ihr dann quasi hier außenrum dann auch die Flächen dann alle füllt und dann sieht es dann eben aus wie der hier. Moment, ich mal das Schild näher. So. So, also das ist quasi der erste Block. Also im Prinzip habe ich mir diese Markierung, die ich hier in Braun habe, habe mir die bloß mit so einem wasserlöslichen oder mit einem Stift halt vormarkiert oder geht auch mit einer Seife. Wenn man jetzt irgendwie einen dunklen Hintergrund hat, kann man ja sich mit Seife auch was markieren. Unterschiedliche Markierungshilfen gibt es ja diverse. Und dann nachher habe ich im Endeffekt nur die Sachen dann ausgefüllt. Und die Markierungen sind dann nachher wieder weggegangen. Das heißt, hier diese braunen Markierungslinien, Markierungslinien, die verschwinden dann nachher. Doris sagt gerade, ihr WLAN funktioniert nicht richtig. Also kann auch gut sein, dass es mein WLAN ist, weil ich weiß, dass unser WLAN zurzeit ein bisschen einen Macken hat, aber mein Mann kümmert sich schon drum und es kann sein, dass ab nächster Woche, dass es dann alles schon wieder viel, viel besser ist. Also ist es bei sonst auch noch irgendwie jemand extrem hakelig oder irgendwie sowas, dann liegt es tatsächlich an meinem WLAN. Also Doris, dann hast du tatsächlich nichts. Ist es nicht ein Problem von dir. So, was könnte man noch machen? Moment. Ich schaue mal noch. Also dieser klassische Ohio. Oh, bei der Olga geht's gut. Na dann, sehr gut. Dann liegt's dann vielleicht doch ab und zu hakelt, das sagt die Iris. Ja. Dadurch, dass man jetzt das Braun eigentlich recht gut gesehen hat, mache ich jetzt mal mit Braun ein Füllmuster und mit Blau vielleicht, oder? Und mache im Hintergrund nur die Markierungen mit einem Orange. Also, für den nächsten Block, da möchte ich diesen klassischen Ohio-Star euch zeigen. Und, dazu muss man sich das Ganze in 4 einteilen. Moment. Könnt ihr es grob sehen? Ja. So, und da kann man dann, Moment, ich habe ja noch gar nicht alles eingezeichnet, haha. Und zwar so. Nicht, dass ich es schon wieder falsch mache, so. So, was können wir da jetzt als Füllmuster nehmen? Also im Endeffekt können wir parallele Linien zum Beispiel nehmen. Was haltet ihr davon? Wenn wir jetzt hier das grobe, der grobe Stern in der Mitte, der bekommt bei mir eine Farbe und zwar bekommt der dunkelblau und dann kann ich doch zum Beispiel jetzt hier entlang von meinem mittleren Quadrat eine eckige Spirale zum Beispiel reinmachen. So, und dann außen die Linien hier dann eben auch versuchen parallel. Es wird nicht ganz so filigran, wenn ich jetzt diesen fetten Filzstift hier nehme, aber ihr könnt es versuchen nachzuvollziehen, was ich eben meine, also von dem her. So, und die anderen Zacken lasse ich sein. Und im Hintergrund von... Moment, was können wir denn noch machen? Was können wir denn da machen? Da können wir auch eben zum Beispiel jetzt eben wieder hier Kieselsteinchen machen. Ah, nee, warte mal. Ich hab eine andere Idee. Und zwar können wir so Achten reinmachen.
So. Und dann hier in die Ecken. Was machen wir denn da rein? Moment, machen wir das dann noch? Und hier die Flächen können wir auch achten machen. So, könnt ihr ungefähr nachvollziehen, was ich jetzt hier gemeint habe? Moment mal. Dann machen wir hier die Fläche auch noch fertig. Also im Endeffekt so. Und so. Dann ist wenigstens so von weitem her ein bisschen fertiger. Also im Prinzip könnt ihr euch jeden möglichen klassischen Patchwork-Block nehmen und den eigentlich dann auch quilten, ohne dass ihr irgendwie vorher was gepatcht habt. Und das finde ich eigentlich auch noch eine ganz gute Übung, um sich dann zum Beispiel unterschiedliche Formen vorzunehmen, ob ich jetzt Rauten habe, Dreiecke oder Quadrate und dann unterschiedliche Sachen drauf auszuprobieren. So kann man dann ganz gut eben Füllmuster üben, wenn man dann nachher vielleicht mal eine Decke gepatcht hat und eben, man muss ja eben nicht vorher irgendwie patchen, damit ich dann nachher üben kann. Man kann sich zum Beispiel so wie das hier, so ein 40 auf 40 Teil nehmen, das ein bisschen einteilen und ein bisschen drauf quilten und wenn es dann schön geworden ist, dann mache ich was draus und wenn nicht, dann habe ich dann nicht großartig was kaputt gemacht. Man kann sich aber eben auch so ein Stück Kalenderblatt oder ein Blatt Papier nehmen und es da dann eben drauf ausprobieren. Das ist eigentlich immer ganz lustig. Was habe ich euch noch gezeigt? Auf meinem Firmenschild, also das hier habe ich mir jetzt quasi gerade erst ausgedacht, aber eben zum Beispiel auf meinem Firmenschild ist eben auch noch ein weiterer klassischer Block drauf. Das ist irgendwie so ein Basket, also so ein Korb mit irgendwie Blumen drin soll es sein. Und zwar funktioniert der Korb so, dass man die Einteilung von diesem Patchwork-Block, den habe ich sonst noch nirgendwo beschrieben, also von dem her ist das so, dass im Prinzip aus zwei Dreiecken besteht und das untere Dreieck, Moment, muss ich mal ganz kurz gucken, wie denn das eingeteilt ist. Nochmal. Ah ja, okay. Und einmal so. Und einmal so. Und dann ist das hier nochmal einmal geteilt. Und dann geht es hier weiter hoch und hier hoch. Dann geht es hier rüber, oh, und hier rüber. Und dann jetzt zwischendrin auch nochmal so. Und so. Und unten natürlich auch nochmal. So. Und jetzt kann ich dann, damit das ein schöner, ausgefüllter Korb wird, kann ich mir dann jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz simples Muster, also im Prinzip auch so ähnlich wie das hier, so eine parallele Linien-Geschichte, kann ich mir dann parallel zu dieser Linie, also ich mache jetzt das Ganze jetzt senkrecht, kann ich dann sagen, okay, ich mache hier wie so Schlangenlinien, die sich gar nicht großartig berühren. Gehe hier runter. Und fülle dann wieder die ganzen Flächen aus. Also Moment, ich muss fangen hier an.
da oben noch eins. Könnt ihr es erkennen? Ja, ich denke mal schon. Also von dem her könnt ihr euch, und vor allem, wenn ihr jetzt diesen Block hier patchen würdet, ja, und ihr habt jetzt zum Beispiel jetzt noch gar nicht so wirklich die Erfahrung mit kleine Teile schön aneinandersetzen und oh ja, da die Ecken alle exakt zu treffen, kann man das gerne mal so ausprobieren. Die sind ja relativ klein jetzt, diese Quadrate, aber wenn die gequiltet sind und nur eine, ich habe es mit einem relativ dicken Filzstift gemacht, damit ihr auch irgendwie ein bisschen was erkennen könnt. Aber wenn ihr jetzt bloß mit einem Garn macht oder so, dann ist es ja so schmal, so dünn, diese Linien, dass ihr da viel mehr Schlangenlinien reinmachen könnt. Ich habe den Block, habe ich eben auch auf meinem Firmenschild drauf. Das zeige ich euch jetzt gerade nochmal. Und dann ist es natürlich gleich viel filigraner und schaut dann natürlich auch schön aus. Auch wenn ihr jetzt die Flächen nicht so gerade Linien gemacht habt, sondern eher Schlangenlinien, spielt ja eben auch gar keine Rolle. Ihr könnt die ganzen Flächen auch ausfüllen mit Bubbles. Also spielt ja auch keine Rolle. Hauptsache irgendwie, ihr gebt der Fläche eine Farbe, indem ihr sie mit einem bunten Garn zum Beispiel ausfüllt. Also das war so die Idee dahinter. Ein Block kann ich euch auch noch zeigen. Also was ich sonst eben auch noch nie gepatcht habe, aber eben hier auf dem Ding drauf habe, ist dieses Ahornblatt. Sagt euch das was? Moment, ich muss gerade überlegen, wie das eingeteilt ist. Das sind drei. Da brauche ich wieder drei Einteilungen. Also quasi 9, 3x3. Ich bringe die Zahlen alle durcheinander. 3x3 Quadratchen sozusagen. Und dann habe ich hier eingeteilt und hier und hier. Und den hier habe ich wie so einen dünnen Steg. So. Und da kann ich eben jetzt auch ganz normal so ein simples Stippling drauf machen. Solche Schlangenlinien und diese Fläche eben wieder füllen. Moment, dann könnt ihr das sehen, wie das ausschaut. Ihr müsst dann halt echt gucken, dass ihr innerhalb von den Linien bleibt, weil wenn ihr nämlich nur Markierungen habt, dann müsst ihr echt euch vorher klar sein, welche Fläche koloriere ich jetzt mit meinem Garn und mit meinem Muster. Deswegen habe ich gerade hier unten ein bisschen gestockt. Hier ist eigentlich meine Grenze von dieser Fläche. Und, ah nee, da geht es noch komplett runter. Ah, okay. Und wie ihr seht, auch schon allein beim Üben versuche ich nicht den Stift vom Papier zu nehmen, damit ich ungefähr das gleiche Feeling habe, wie wenn ich am Quilten bin. Da schneide ich auch nicht einfach so ab, bloß weil ich in der Ecke hänge oder so. Da suche ich mir auch meinen Ausweg und versuche dann irgendwie die Fläche am Stück zu füllen, ohne jetzt irgendwelche Aussetzer zu haben. Und dann kann man zum Beispiel da noch Streifen drauf machen. So, und dann seht ihr schon das Ahornblatt. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt dazu, dann könnt ihr auch eben die Hintergrundflächen dann hier jetzt auch noch füllen. Das habe ich bei mir eben nicht gemacht. Und bei mir auf dem Schild sieht es dann so aus. So. Und dann, dass das halt eben alles nicht ganz so gerade ist, habe ich eben mein Darlin-Sali-Schriftzug so schräg gemacht und dann hier so eine grobe Einteilung, aber halt eben alles so in schräg, dass hier unten dann so Patchwork-Blöcke reinkommen und das alles so leicht so krumm und schief ist. Damit, also es ist so, dass wenn man wirklich immer alles 100% gerade macht und symmetrisch, dann muss es dann eben auch symmetrisch sein.
Aber wenn man dann noch ein bisschen Schiss hat und man ist noch nicht ganz so weit, dass ich jetzt ganz gerade immer alles habe, dann mache ich es doch absichtlich ein bisschen mehr schräg, weil dann ist es nämlich wirklich dann absichtlich schräg. Dann erkennt es auch jeder, dass es absichtlich schräg ist. Und dann muss es schon nicht mehr gerade sein. Dann fällt es auch nicht auf, wenn es dann doch noch mal zusätzlich ein bisschen krumm geworden ist. Also ich weiß, im Schönreden bin ich ganz gut, aber oft hilft eigentlich auch nichts anderes. Was muss ich denn jetzt tausendmal trennen, um zu gucken, ah ja, da habe ich nicht exakt genäht, dort habe ich nicht exakt genäht. Im Großen und Ganzen passt es jetzt so. Also von dem her, hoi, ein Helmut ist da, guten Morgen. Ich kenne keinen Helmut, aber guten Morgen. So, und wenn ihr jetzt guckt, das hier sieht doch von nahem recht ungleichmäßig aus. Also von dem her, es ist jetzt nicht so der Burner, ja. Aber wenn ihr es jetzt von weiter weg anguckt, Moment, das Licht schwankt hier immer so ein bisschen. Von weiter weg sieht es dann eben wieder schon viel, viel besser aus. Und ich habe mein Firmenschild gemacht. Warte, kann ich es hinhängen? Ich habe mein Firmenschild gemacht, da, warte mal. Ah, jetzt verstehe ich. Helmut. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt weiß ich es wieder. Da konnte ich eben auch noch nicht so super gut quilten und Freihand Geschichten machen und so. Da habe ich dann auch eben immer noch ein bisschen improvisieren müssen. Aber im Großen und Ganzen sieht es recht regelmäßig aus und ich glaube, ich habe das echt vor 5, 6 Jahren gemacht und da stand ich noch relativ, sage jetzt mal, am Anfang vom Freihandquilten und da habe ich das noch nicht so super gut hingekriegt. Und wenn man das wirklich jetzt von nahem anguckt, dann denke ich mir ab und zu so, oh. Aber euch hat es jetzt quasi ja gar nichts ausgemacht. Ihr hattet danach gefragt, ob wir das nicht irgendwie mal machen könnten oder so. Und klar, warum nicht? Ich nehme das Schild immer noch gerne mit, wenn ich irgendwie auf irgendeiner Messe bin oder was weiß ich. Bloß jetzt bei der letzten Messe habe ich es jetzt irgendwie vergessen, tatsächlich zum Aufhängen. Kann ich euch nochmal irgendeinen Block zeigen? Also Moment, soll ich es nochmal aufhängen hinten? Moment. Das hier wieder ein bisschen hoch. Und dann machen wir das hier ein bisschen weiter runter. Mal schauen, ob ich es gerade aufgehängt kriege oder ob das heute jetzt schräg hängen muss. Moment. Dann noch ein bisschen schräg. Genau. Das sind jetzt eigentlich so gut wie jetzt alle Blöcke, die irgendwie interessant jetzt gewesen auf dem Teil. Wobei ich euch ja jetzt mit diesem Ding hier ja auch jetzt ganz anders gezeigt habe. Es gibt ja eben so dermaßen viele unterschiedliche Blöcke. Eben auch der hier würde sich super eignen, der hier. Oder der hier würde sich auch schon eignen. Also von dem her, ich habe jetzt gerade nicht den Namen dazu zu den ganzen Blöcken, wie die alle heißen. Bei den ganz filigranen, da muss man sich dann halt was einfallen lassen. Aber das ist doch mal eben eine Möglichkeit, um das Freihandquilten zu üben. Oder aber eben zum Beispiel, um einfache, relativ schlichte Kissenhüllen zu machen. Da habe ich eben auch schon recht viele damit gemacht, ohne dann großartig irgendwie zu patchen. Und weil ich finde, bei mir ist es immer so, dass die Zeit zum Patchen, es nimmt immer so viel Zeit in Anspruch, diese ganze Patcherei. Und wenn ich jetzt dann nur zum Beispiel zu einem Geburtstag ein Kissen verschenken möchte, ja, so ein 40 auf 40 Kissen, wenn ich jetzt da mir so eine grobe Einteilung von einem Block drauf mache und dann da halt die Flächen fülle mit Quilten, da bin ich insgesamt viel, viel schneller fertig, als wenn ich jetzt irgendwie zuerst patche und dann Volumen fließt und Rückseite dahinter und dann noch quilte und hin und her. Also und man hat da eigentlich sehr viel schneller irgendwie ein passables Geschenk bereit, als wenn ich jetzt irgendwie noch anfangen muss zu patchen und welche Größe hat es, damit ich dann nachher und welche, wie viel Nahtzugabe und bla bla bla. Und danach habe ich dann doch zu wenig, muss noch einen Rand außenrum. Also von dem her, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Also es ist, ich versuche immer mit so wenig Aufwand wie möglich zum Ziel zu kommen und andere Leute damit zu be begeistern und zu beeindrucken. Und ja, also von dem her,
Ich bin immer dafür, für die Arbeit so gering wie möglich zu halten und gucken, wie man schneller ans Ziel kommt. Weil was, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand, sage ich jetzt mal, 57 wird, ja, und hat mich jetzt eingeladen zum Kaffee und Kuchen. Ich will jetzt irgendwie was mitbringen, aber es soll ja doch nicht irgendwie den Rahmen sprengen und überhaupt, was soll ich mir da jetzt irgendwie 10 Stunden lang die Zeit nehmen, um irgendwas zu machen? Dann mach ich doch mal kurz mal für eine Stunde oder zwei oder so, mach was zusammen und derjenige freut sich dann schon. Also es ist natürlich schon auch immer die Frage, wer da beschenkt wird, ob es jetzt Familie ist oder ob es bloß ein Bekannter ist, Bekannte. Ja, genau. Also, ja, ich wäre jetzt eigentlich soweit durch mit dem Thema. Wenn ihr das eigentlich ganz gut fandet, was ich hier heute euch erzählt habe, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert doch auch gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Auch wenn ihr unter Pseudonym abonniert, habe ich kein Problem damit. Ja, wenn ihr noch einen Themenvorschlag habt, vielleicht für nächste Woche oder so, schreibt ihn mir gerne in die Kommentare rein oder schreibt ihn mir hier jetzt direkt in den Chat rein. Dann gucke ich mal das, was ich dann nächste Woche davon umsetzen werde oder kann oder wie oder was. Es steht immer noch aus. Ich muss immer noch das nächste Video rausbringen und zwar muss ich es einfach bearbeiten. Und zwar werde ich, das nächste Video kommt raus zum Thema Facing. Wie macht man ein Facing bei einem Kunstquilt sozusagen, dass ich dann nachher keinen Rand von einem zum Beispiel Binding jetzt hier wie auf einem normalen Quilt dann habe, sondern halt eben für, wenn ich jetzt irgendwie was schön an die Wand hängen möchte und vielleicht auch an einem Wettbewerb teilnehmen möchte, wie mache ich da mal nicht klassisches Binding, sondern eben ein Facing. Das Video habe ich eigentlich schon längst gedreht, habe es aber eben immer noch nicht bearbeitet. Die nächste Bearbeitung kommt eben auch noch zu dem Thema Wiesenblumen. Der Kurs Wiesenblumen hat auf der Nadelwelt super gut eingeschlagen und dazu gibt es demnächst auch einen Videokurs. Ich weiß es, wer es schon gesehen hat, im August bin ich in Suderburg bei dem Grits Life and Friends Quilt Fest und da werde ich eben auch zwei Kurse geben und die Kurse sind ab dieser Woche jetzt zum Anmelden da. Also wenn ihr euch anmelden möchtet zu einem von den beiden Kursen, die ich dort gebe, ich verlinke es auch noch nachher nochmal unten, gebe euch den Link zu der Homepage, könnt ihr gerne machen. Ansonsten werde ich am 28. März, es ist ein Samstag und ich glaube 5. April, jeweils einen ganzen Tag zum Freihandquilten anbieten, der im März, der 25. 28. März in Friedrichshafen, wird in Friedrichshafen sein. Da werden wir quasi auf einem kleinen Berg mit schöner Bergsicht in die Schweiz, mit schöner Aussicht, werden wir da den ganzen Tag verbringen können und dort viel Freihand quilten. Das Konzept wird so aussehen, dass wir von 10 bis 18 Uhr Zeit haben. Es wird ein bisschen Frontalunterricht sein, aber dann halt eben auch viel mit so Richtung Einzelcoaching, dass quasi, dass ich bei jedem eine Weile dann halt dran bin und dem versucht, die Fähigkeiten ein bisschen zu verbessern. Und wir werden ganz viel Zeit haben zum Quilten üben, eben auch mit Mittagessen und Getränken und so. Also das ist der 28. März und am 25. April. Ich glaube, es ist auch ein Samstag. Vielleicht habe ich mich auch im Datum geirrt. Also Ende April, der letzte Samstag im April, wird der gleiche Kurs quasi nochmal in Bonn stattfinden. Ich habe vor einer ganzen Weile, werde ich sofort tun, Olga, Moment. Werde ich dann in Bonn sein und ja, und dort halt eben auch den Freihandquiltkurs mit Vollverpflegung sozusagen, mit Getränken und Mittagessen dann halt eben anbieten können. Wenn ihr noch Interesse an weiteren Terminen habt, sobald sie mir bekannt sind, schreibe ich sie auf meiner Homepage www.dalinsali drauf. Da gibt es eine Rubrik, glaube ich, Interessantes und dann Termine.
Und da könnt ihr gern immer mal wieder reinschauen. Und da verlinke ich dann eigentlich auch immer ganz gern, wo man sich wann anmelden kann und wenn es noch weitere Infos gibt. Also da könnt ihr auch gerne noch gucken. Die Olga hat jetzt gerade noch gefragt nach dem Buch hier. Das verlinke ich euch nachher auch eben nochmal unten. Das heißt, das große Buch von Patchwork, Quilt und Applikation. Alle Techniken Schritt für Schritt. Und da ist dann quasi so ein bisschen, ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt jetzt Werbung dafür machen, aber wenn ihr schon nachfragt, dann kann ich euch ein bisschen was darüber erzählen. Also im Prinzip ist vorneweg immer so, ist ganz vorne so ein bisschen was erklärt, wie denn so die Symbolik in diesem Buch irgendwie beschrieben ist, also welche Symbole für welche Sachen verwendet werden. Dann ist ein grober Überblick über die Grundlagen, also wie man jetzt am besten seine Farben zueinander auswählt, dass ein bisschen mehr Kontrast dann reinkommt und so. Die Grundlagen zum Patchwork, zur Applikation, zum Quilten, was für Zubehör und welche Schablonen man zum Beispiel benutzen kann, welches Material man verwendet. Ja, genau, wie das funktioniert mit dem Bügeln und dem Pressen, was da der Unterschied ist und was besser geeignet ist. Es ist eben aber auch ein bisschen was zum Handnähen und zum Maschinennähen, also da quasi so die Gegensätze so ein bisschen aufgeschrieben, genau. Und dann gibt es halt eben unterschiedliche Patchwork-Muster, also so 4er, 5er Blöcke, 7er, 9er Blöcke, diese Doppelseite, die ich euch gerade vorhin gezeigt habe, das sind dann grob erklärt. Ich glaube, ich weiß nicht, ich kann das Buch jetzt gerade nicht mehr so wirklich auswendig. Moment mal ganz kurz, ich möchte mal kurz gucken, was die da zur Nahtzugabe und sowas sagen. Weil hier sind keine exakten Maße drin zu den Patchwork-Blöcken. Und ich glaube, man muss sich halt eben immer exakt ausrechnen, wie groß man das jetzt haben möchte. Und dann, ja, aber zum Berechnen von Quilt-Tops, also Patchwork-Blöcken, habe ich eben auch mal ein Video erstellt. Wenn ich noch die Möglichkeit habe, dann kann ich es eben auch nachher nochmal kurz verlinken hier oben zum Berechnen, wie das funktioniert mit der Nahtzugabe, wenn man mit Zentimeter näht. Dann gibt es eben so ein bisschen was über so Crazy Patchwork, über den Double Wedding Ring, den gefalteten Stern, dann über Hexagons gibt es ein bisschen was, über Blockhaus, Seminole Technik, genau, und eben was für Patchwork Schablonen man grob irgendwie verwenden kann, also an Dreiecksgeschichten und sowas, aber finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man sich jetzt noch super viele Schablonen irgendwie zulegt. Also ich habe ein paar Lineale und die sind alle rechteckig und mit denen, weil da überall die Winkel drauf sind, habe ich jetzt, hat es mich jetzt noch nie irgendwie gerissen, irgendwelche anderen zusätzlichen Schablonen zu kaufen. Die haben natürlich ihre Berechtigung, wenn ich jetzt irgendwelche Rautengeschichten mache oder Fünfeck und Schnickschnack, dass ich dann nicht jedes Mal irgendwie neu anfangen muss zu messen und wie und was. Sicher haben ihre Berechtigung, aber sowas habe ich bisher persönlich noch nicht gemacht, deswegen habe ich keine. Dann ist sehr viel, ich glaube über 30 Seiten, über Applikation, wie man appliziert, also Blumen, Schnickschnack, persische Applikation, hawaiianische Applikation, Revers-Applikation, da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen darüber, über das Quilten gibt es ganz viele Sachen, also unterschiedliche Quiltmuster, übers Handquilten, übers Maschinenquilten wird recht viel erklärt, über Sashiko-Geschichten, über Kordelquilten, wie das funktioniert, wenn man ein Quilt nur knoten möchte zum Beispiel, Tapunto, ja genau, und dann, wo man jetzt überall Quilts zum Beispiel verwenden kann, also in jetzt zum Beispiel in Klamotten und allem. Die Tanja ist auch da, sehr schön. Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Also wo man jetzt überall eben Quiltgeschichten irgendwie anbringen kann und eben wie das funktioniert, dass man eigentlich jeden Quilt irgendwie auf der Rückseite signieren muss mit einem Label. Also wann habe ich ihn erstellt? Wie ist der Name vom Quilt? Wie ist mein Name? Und manchmal, also wenn man jetzt gerade auf Wettbewerben mitmacht zum Beispiel,
muss man immer noch so andere Geschichten noch mit angeben, wie jetzt zum Beispiel noch die Adresse, die Telefonnummer und so, solche Geschichten. Aber ich finde es eigentlich ein ganz sinnvolles Buch und ja, ich denke, das war jetzt genug Werbung dafür. Kostet gar nichts. Normalerweise steht doch hinten immer beim Barcode immer noch der Preis, aber hier steht gar kein Preis. Also ich werde es euch nachher nochmal verlinken und dann könnt ihr über den Link dann nachher auch gern bestellen, wenn ihr möchtet. Ja, also jetzt habe ich schon 40 Minuten erzählt, was hier alles so, wie was hier funktioniert. Eben hier ein bisschen zu meinem Firmenschild sozusagen und euch gezeigt, wie ich da rangegangen bin. Ah, gibt es nur noch gebraucht? Okay, jo, dann ist es halt so. Tut mir leid. Ich habe es eben schon eine ganze Weile. Moment, ich gucke mal, welche Auflage und von wann das ist. Das kann ich aber bestimmt hier irgendwo gucken und rausfinden. Nö. Normalerweise ist ja eben immer vorne. Ah, hier. Moment. Ah, dritte Auflage. Dritte Auflage von 2002 sogar. Also von dem her schon eine ganze Weile her, dass es das Buch gegeben hat. Ja, also wie gesagt, falls ihr irgendwie eine Idee habt, was ihr gern erklärt haben möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich mich vielleicht nächste Woche drum kümmern, weil ich fand es diese Woche eigentlich gerade ziemlich entspannend. Ich hatte letzte Woche schon angekündigt, dass ich mich heute um das Schild kümmern möchte und dann musste ich mir heute Morgen oder gestern dann gar nicht mehr großartig was überlegen, was ich denn eigentlich... also für ein Thema, was ich euch erzählen möchte, sondern hatte sofort irgendwie... etwas, wo ich dann sofort anfangen konnte, irgendwie drüber zu reden, weil wenn man mir ein Thema hinwirft, dann kann ich meistens eigentlich irgendwie was drüber erzählen und ich habe jetzt heute eigentlich auch gar kein Stichwortzettel mir großartig vorbereitet, was ich euch erzählen möchte, sondern habe einfach so mich dem Flow hingegeben sozusagen. ja, also soweit ich weiß, kann ich nächste Woche Vormittag auch wieder um 10 Uhr, nächste Woche Mittwoch, der 27.10. wieder um 10 Uhr live für euch da sein, falls was dazwischen kommen sollte und ich es nicht schaffen sollte, dann tut es mir jetzt schon leid, aber ich gehe mal fest davon aus, dass es klappt. Ja, was wollte ich noch sagen? Nö, ich weiß gerade nichts. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit und dann sehen wir uns nächste Woche. Hat mich ganz, ganz arg gefreut, dass ihr zugeschaltet habt. Wie gesagt, ihr dürft mir gerne ein Like da lassen für das Video. Und Thomas, sehen wir uns am Freitag? Ah ja, genau, da wollte ich eben noch Werbung kurz dafür machen. Am Freitag bin ich nämlich im Blabla-Café in Dortmund und da wird eben auch ein Livestream übertragen. Und dazu fahre ich extra am Freitag Vormittag komplett. Ja, genau. Im Blabla-Café beim One. Super, das freut mich sehr. Eben, da komme ich dann nach Dortmund und da wird ein Livestream übertragen zum Thema Jeans-Upcycling, Jeans-Geschichten und so. Die Sabrina ist auch am Freitag da. Ja, super, coole Sache. Die Conny wird auch da sein. Die Linda wird auf jeden Fall da sein und die Britta natürlich sowieso. Also es wird eine lustige Sendung am Freitag. Es geht eben, wie gesagt, übers Jeans-Upcycling. Also wahrscheinlich werde ich auch eins von meinen Kissen mitbringen oder irgendwie so. Mal gucken. Also Britta hatte reingeschrieben, dass wir eine Tasche nähen. Muss ich mir noch irgendwie was überlegen. Sabrina muss am Freitag mitarbeiten. Sehr gut, sehr gut. Also ich weiß noch nicht so genau, was wir machen. Bring auf jeden Fall vielleicht mal eine alte Jeans mit oder irgendwie so. Kannst du auch zwei mitbringen, keine Ahnung. Ich werde noch am Donnerstag meinen Kopf packen müssen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich alles mitbringe, aber ich werde meinen Mantel mitbringen, den könnt ihr dann sehen. Ich weiß es nicht, diejenigen von euch, die ihn schon auf meiner Homepage gesehen habt, nicht auf der Homepage, Quark, auf der Facebook-Seite und auf Instagram. Du machst einen Rack-Quilt, okay. Gut, ja, ich bringe ein bisschen was jeansmäßig mit und dann können wir dran arbeiten. Ragtime-Geschichte habe ich eigentlich auch schon recht viel gemacht. Mal gucken, ob ich meine Tasche von damals mitbringen kann, aber die ist echt schon ziemlich zerfetzt.
Also gut, Thomas, dass du mich dran, nochmal dran erinnert hast, von wegen hier Freitag. Genau, alles klar, dann sehen wir uns vielleicht am Freitag Nachmittag oder ja, 17.30 Uhr bis 19 Uhr auf der Seite vom Blabla-Café im Livestream. Ich kann es eben auch nochmal unten kurz verlinken. Und ansonsten nächste Woche Mittwoch um 10 Uhr, wenn mich nicht irgendwie was dahin gerafft hat. Also, ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald. Tschüss, meine Lieben. Tschüss, bleibt kreativ.